So weit muss Bio gehen. Diese Rubrik wird Ihnen präsentiert von Hofer. Zurück zum Ursprung. Kräuter bringen Geschmack ins Leben. Doch noch mehr als bei anderen Pflanzen sollte man hier auf die Herkunft achten. Bio-Kräuter schauen nicht nur gut aus, sie schmecken auch intensiv und sind gänzlich frei von Dünge und Spritzmitteln. Wenn ich mir jetzt für zu Hause einen Kräutertopf kaufen möchte, kann ich auch erkennen, dass das Bio ist? Also Bioware ist prinzipiell am Topf bzw. am Etikett ausgezeichnet. Das sollte man in jedem Fall erkennen können. Der Unterschied zwischen einer konventionellen Ware und einer Bioware ist meistens dieser. Eine konventionelle Ware ist giftgrün, ist meistens sehr groß. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie aus dem Bilderbuch, aber eine Bioware wächst einfach, wie sie wächst. Also man kann auch hin und wieder kleine Fehler entdecken, aber da sollte man drüber hinwegsehen. Eine biologische Ware kommt nicht vom Fließband. Bei Kräutern muss man die größte Sorgfalt walten lassen. Kräuter dürfen natürlich nicht mit Pestiziden in Berührung kommen, nicht mit Düngemitteln in Berührung kommen. Da muss man wirklich, die biologische Landwirtschaft und die biologische Produktion wirklich beherrschen. Sonst geht es schief. In dieser Bio-Kräutergärtnerei ist neben der Qualität der Pflanzen auch eine sehr große Vielfalt wichtig. Bei euch im Betrieb habt ihr an die 100 verschiedenen Kräuter. Das ist für zu Hause wahrscheinlich gar ein bisschen viel. Welche Kräuter würdest du empfehlen für zu Hause? Also die klassischen Kräuter für zu Hause, die mag ich jetzt einmal als Standard oder als klassische Kräuter bezeichnen. Das sind wahrscheinlich an die 12 Stück. Dazu gehört in jedem Fall der Klassiker, der Basilikum, ein Rosmarin, ein Thymian. Um den Nachbarn vielleicht auch zu beeindrucken, kann man natürlich auf exotischere Kräuter zurückgreifen. Und zwar, das ist das sogenannte Jigulan, Kraut der Unsterblichkeit. Also das ist ein Knüller auf jeder Grillparty. Ja? Kraut der Unsterblichkeit, was ist das Besondere daran? Also das Kraut der Unsterblichkeit verwendet man, um Tees zu kochen. Und wie der Name ja schon sagt, wenn man diesen in ausreichender Form zu sich nimmt, verspricht das ewiges Leben. Wer dann doch lieber nur seine Speisen verfeinern will, steht vor der Qual der Wahl. Bei der richtigen Pflege des heimischen Kräutergartens gibt es aber einige Dinge zu beachten. So, jetzt stehen wir wirklich beim Superklassiker, nämlich beim Schnittlauch. Den kennt wirklich jeder zu Hause, nur wie schneide ich den eigentlich, beziehungsweise wo kann ich den bei mir zu Hause platzieren? Also der Schnittlauch ist eher für den Halbschatten, der sollte nicht den ganzen Tag in der Sonne stehen. Und wenn man diesen Schnittlauch beerntet, möglichst weit unten abschneiden, damit auch der Lauch wieder nachwachsen kann. Okay. Ein weiterer Klassiker, Basilikum, Tomatenmozzarella mit Basilikum, mag jeder Basilikos. Ja. Also, was mache ich mit dem? Denn Basilikum selbst, der braucht viel Wasser, auch nicht in die pralle Sonne stellen, und den zu beernten ist eigentlich eine kleine Kunst. Man sollte den hier so beernten, damit diese nächsten kleinen Blätter hier wieder nachtreiben können. Die Augerl. Die Augerl, ja. Die Augerl, okay. Und dann die Petersilie, die darf natürlich nicht fehlen im Kräutergarten. Wo kann ich den aufstellen? Also die Petersilie selbst ist nicht so empfindlich, also die kann man auch etwas in die Sonne stellen. Auch hier gilt beim Beernten, flach abschneiden, dann kann von der Wurzel raus die Petersilie wieder nachwachsen. Ja, und für alle, die sich auf die Grillsaison freuen, Rosmarin darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, Rosmarin selbst kann natürlich verwendet werden für die Grillkartoffeln, für die Marinade selbst. Um einen Rosmarin erfolgreich im Garten zu züchten, sollte man ihn eher trocken halten. Man sollte ihn, umso trockener er ist, umso mehr verholzt das Gewächs und umso geschmacksintensiver wird die Pflanze. Ja? Eher also in der Sonne? Sonnig und trocken, richtig. Egal was für ein Essen das Sie machen, wenn das mit Kräutern, mit biologischen Kräutern, zurück zum Ursprung Kräutern, ist natürlich das Optimalste. Wenn das Essen verfeinert wird, das gibt uns Einblick in die Wunderbarkeit dieser Welt.